Was mich begeistert, ist, dass die Mathematik nicht mehr abstrakt ist. Wir haben reale Daten. Das heißt, man kann halt jetzt wirklich diese Mathematik nehmen und auf echte Real-Life-Problems anwenden. Ja, das finde ich ja total spannend. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben in theoretische Physik tatsächlich. Und obwohl das auch schon ein bisschen angewandter ist, ist es noch immer nicht so angewandt wie das, was wir jetzt in der Allianz machen. Also wirklich dann zu sehen, okay, das ist jetzt eine Schadenkurve, die wir prognostizieren nächstes Jahr. Da weiß ich genau, was das bedeutet. Ich weiß auch genau, was meine Berechnungen für Konsequenzen haben. Und irgendwie teleportiert es auf einmal dieses abstrakte Denken in die reale Welt. Und ich sitze jetzt da mit meinem Chef, mit dem Chefchef und mit dem Vorstand und diskutiere die beste Strategie, basierend auf den Sachen, die ich mir vorher irgendwie analysiert habe. Also das fand ich total cool, zu sehen, dass es so eine Tragweite hat, was man da eigentlich macht und dass man da irgendwie auch nach so kurzer Zeit schon so eingebunden ist und dann halt eben mit wirklich, ja, mit den ganz Großen in der Firma unternehmensweite Strategien bespricht. Und im Endeffekt ist es auch schön, wenn man so denkt, so erst, oh Gott, Vorstand oder irgendwie Abteilungsleiter und was weiß ich, und dann sitzt man zusammen und das ist eigentlich total locker, sachlicher, wertschätzender Umgang auch auf der hohen Ebene. Auf jeden Fall.